Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Punch Club, einem Box-Simulator kann man nicht wirklich sagen. Also man spielt quasi Rocky, man muss arbeiten gehen, man muss joggen gehen, man muss eine Freundin finden, den Tod seines Vaters rächen und aufklären und all so ein Kram. Und da reitet gerade jemand auf der Brücke lang. Woran man auch sehen kann, dass das Spiel sich selbst nicht sonderlich ernst nimmt, merkt man auch an den Dialogen und sehr, sehr vielen Easter Eggs. Also wie der Gemischtwarenladenhändler heißt, Apu zum Beispiel, oder dass bestimmte Poster im Hintergrund hängen und so weiter. Also schön die Augen offen halten, da gibt's jede Menge und wenn mir irgendwas nicht auffällt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich habe das Spiel auch schon mal privat angespielt, um zu gucken, wie es denn so ist. Das heißt, ich habe schon ein wenig Erfahrung, aber ich werde mit euch zusammen mal einen neuen machen. Und da nehme ich einfach mal ein Ash. So. Jetzt kommt Story. So, und damit werden wir jetzt im eigentlichen Spiel. Die Grafik, wie gesagt, super geil. Schön pixelig, wie sich das gehört. Ein schönes 90er-Jahre-Spiel. Aber allein im Intro eben gerade schon. Es war, das mit den zwei Amuletten war ein Actionfilm, den ich mal gesehen hatte. Es war auch irgend so ein Kampfsportfilm, wo dann zwei Brüder verschiedene Amulette hatten. Die Szene in der Gasse erinnerte mich an Batman. Auch die Szene danach, wo der Police Commissioner sich quasi um den Jungen kümmert. Und lauter so eine Sache. Das ist echt schick, echt schick. Na gut, fangen wir mit dem eigentlichen Spiel an. Wir haben hier oben unsere Zeitanzeige. Zeit ist ein recht wichtiger Faktor, denn mit der Zeit gehen unsere Attribute auch wieder runter. Das heißt, wenn wir jetzt zu lange auf der Couch rumhängen, also jetzt ist gerade pausiert, aber wenn wir zu lange auf der Couch rumhängen oder wenn wir sinnlos in der Stadt hin und her reisen, was wir später auch können, dann gehen die Attribute runter. Weswegen man sich auch manchmal überlegt, lieber ein Taxi zu nehmen oder einen Bus oder ähnliches. Dann haben wir hier unsere Stärke. Geschicklichkeit und Ausdauer. Man könnte theoretisch einen sehr ausgewogenen Boxer spielen, wo wir alle drei erhöhen, aber das Spiel drängt einen so ein bisschen in eine andere Richtung, dass man sich entscheiden soll, welchen der drei Sachen man skillen soll. Aber das sieht man auch gleich noch. Jetzt noch haben wir hier unsere Gesundheitseinzeige. Beeinflusst deine HP im Kampf, das ist richtig. Dann Essen, Stimmung und Energie. Also Energie bekommt man zurück durch Schlafen, Energy Drinks trinken und dergleichen. Motivation bekommt man durch Videokassetten gucken. Ich finde auch cool, dass das Ladesymbol wirklich noch eine Diskette war. Oh ja, Videos gucken oder Kämpfe gewinnen. Dadurch wird man sehr motiviert. Essen, klar. Kühlschrank. Allerdings muss man sich die Sachen auch alle einzeln kaufen. Was ein ziemliches Micromanagement ist. Also das Spiel ist sehr cool gemacht und putzig und stylisch und alles. Aber es ist auch grindig zwischendurch. Das will ich von vornherein schon mal erwähnen. Also wir werden recht viel hin und her reisen müssen in der Stadt. Denn immer nur essen, schlafen, trainieren, arbeiten und so weiter. Da sind die Abläufe zwischendurch recht fest. Aber es ist vom Spiel ganz gut gemacht. Also es kommt auch wirklich nach und nach immer mehr Content dazu. Jetzt sollte ich aber langsam mal loslegen. Ne? Also Telefon antworten. Also der Mann am Telefon will, dass wir arbeiten gehen. Und arbeiten klingt nicht schlecht, weil wir haben nur 35 Dollar. Dies ist dein Geld. Gib es für Essen, neue Ausrüstung und so weiter aus. Jo. Mach ich. Großartig. Leg dir eine Zeitung auf dem Tisch, in der du Stellenangebote finden solltest. Bis dann. Keine Zeit, um mir einen Job zu suchen. Ich muss trainieren und frühstücken. Und jetzt am Anfang hat man auch fast keine Möglichkeit. Also normalerweise kann man recht viele Sachen hier anklicken. Aquarium, Katze, das Ding da, Kühlschrank und so weiter.
Aber wir werden jetzt erstmal gelenkt, nach und nach die Sachen kennenzulernen. Also müssen wir jetzt trainieren gehen. Da, Easter Egg. Da, Easter Egg. Oh, genau, die Blubbelblasen. Die Blubbelblasen sind wichtig. Das erinnert mich ein bisschen an Game Master Tycoon? Game Maker Tycoon? Ihr wisst, was ich meine. Dieses, wo man Computerspiele programmiert. Das sind ähnliche Blubbelblasen. Also wenn man trainiert, kommen halt verschiedene farbige Kügelchen und die fliegen dann nach oben zu den entsprechenden Attributen. Wenn man allerdings zu lange trainiert, dann halbieren oder vierteln die sich. Das heißt, man hat nicht mehr ganz so viel Ausbeute. Man verbraucht aber trotzdem noch Zeit. Und Zeit ist, ne, indirekt Geld, weil man essen muss und. Also, ne, muss man schön aufpassen. So, der hat jetzt ein, zwei Lügeschützen gemacht. Das war's. Jetzt will er raus. Da sollte noch Essen im Kühlschrank sein. Richtig. Weil Essen ist nicht nur wichtig auch für die Motivation, sondern man kann gewisse Sachen auch nicht mehr machen, wenn man zu hungrig ist. Wie zum Beispiel trainieren, kämpfen oder arbeiten. So, wir haben eine Limonade und wir haben Tiefkühlpizzen. Beides nicht besonders gesund. Aber ja, her damit. Macht jetzt 10 Lebenspunkte zurück, eine Motivation und 17 Essen. Okay, jetzt bin ich bereit für einen Job. Schauen wir uns mal die Zeitung an. Nicht gerade der beste Job, aber was soll's. Eigentlich, also darüber, wo er sich jetzt aufregt, über den Job, den finde ich eigentlich ganz gut. Es gibt verschiedene Jobs, die man machen kann. Aber hier auf der Baustelle ist es zwar recht weit hin. Sieht übrigens aus wie New York, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Central Park, ne? Okay. Also es ist zwar recht weit hin, dass man verbraucht 3 Zeiteinheiten, um da zu Fuß hinzugehen. Aber dafür bringt der Job selber auch Stats. Ah, sehen wir gleich. So. Deine Kleider, gib sie mir sofort. Jo. Und der sieht ziemlich groß aus und sie sind zu zweit. Trotzdem kämpfe ich, wie sich das gehört. Yeah, Mr. Büroklammer. Nächste ist Sack. Ich glaube, Windows 95 war's. Du siehst ziemlich fertig aus. Ja. So, wähle jetzt deine Talente, die du in der Kampfrunde benutzen willst. Fülle alle Felder auf. Talente sind in verschiedene Tabs sortiert, offensiv, defensiv und so weiter. Ja. Zu beachten ist, er ist viel, viel, viel stärker als wir. Und hat eine Waffe. Und hat ein Berserker-Attribut, mit dem er noch mehr Schaden austeilt und überhaupt. Und ich habe nur 2 Felder, wo ich meine Sachen reinpacken kann. Ich nehme einen einfachen Schlag. Flupp. Und sonst könnte ich entweder treten. Und das war's. Mehr kann ich noch nicht. Ich kann schlagen und treten. Was die Büroklammer eben aber auch indirekt gesagt hat, ist, dass wir jede Runde das neu wählen können. Ist jetzt am Anfang absolut nicht wichtig. Am Anfang können wir halt noch fast gar nichts. Aber später ist es auch wichtig, in welcher Runde wir welche Fähigkeiten benutzen. Also wenn wir sehen, dass der Gegner nur noch wenig HP hat, dann nehmen wir halt irgendwas, was sicherstellt, dass wir ihn ausnocken können in der Runde. Oder wenn er viel Energie hat, dann nehmen wir irgendwas, was seine Energie runterzwirbelt. Sowas. Also es geht schon recht taktisch später. Aber jetzt am Anfang ist es halt nur Knopf drücken, zurücklehnen und zugucken, wie unser Ash hier verprügelt wird. Und zwar ziemlich schnell. Ja, als Belohnung verlieren wir 12 Lebenspunkte. Hier kann man sehen, wie schnell wir HP verloren haben. Also das Hellgrün und Gelbe sind wir. Und das Dunkelgrün und Orange ist er. Also er hat nur ein bisschen Energie verloren, das war's. Und hier werden auch die Attribute angezeigt, wer was wie oft benutzt. Das heißt, man kann so theoretisch auch rausfinden, welche Fähigkeiten ein Charakter hat und wie oft er sie einsetzt. Und dementsprechend könnte man seinen Kampfplan später auch noch anpassen. Also wenn wir jetzt irgendwelche Ligakämpfe haben gegen Boxer, die wir schon kennen, und wir wissen, ah, der hat einen starken rechten Haken oder der benutzt nur Faust zum Kämpfen und nicht die Füße, dann können wir halt dementsprechend unsere Fähigkeiten anwählen. Weil im Kampf selber können wir als Spieler nichts machen. Finde ich ein bisschen schade, also hätten sie ruhig irgendwie ein Minigame einbauen können oder so. Aber ich habe bisher halt nichts gefunden. Vielleicht geht das irgendwie, aber wenn ja, wüsste ich nicht wie. Ich sollte härter trainieren. Ja, das hilft gegen alles, sogar gegen Kugeln. Ja, der Vater hatte gesagt, du musst stärker werden als ich, als er da auf dem Boden lag und ausgeblutet ist. Wobei ich jetzt nicht verstehe, was stärker werden bedeutet. Also es kann natürlich philosophisch gemeint sein, dass er jetzt nicht irgendwelche Fehler gemacht haben soll, die sein Dad gemacht hat. Aber es hörte sich halt so an, komm, werd ein starker Boxer, dann kannst du selbst Kugeln abfangen. Das ist ein bisschen komisch. Ja, Achievement erreicht, gut. Ich hab dich kämpfen gesehen, das war beeindruckend. Ernsthaft? Ja, hier haben wir jetzt 3 Dialogoptionen.
Bei meinem ersten Run habe ich da einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe einfach das erste genommen, was mir einfiel. Aber je nachdem, was man wählt, kriegt man einen anderen Perk. Also eine Bonusfertigkeit quasi. Ich hatte schon immer einen guten rechten Haken. Das bringt, dass man ein Stärkeattribut bekommt. In der Schule nannten sie mich früher Wiesel, was jetzt nicht sehr charmant klingt, aber es bringt Geschicklichkeit. Und das hier, ich sehe vielleicht ein bisschen dünn aus, bin aber sehr flink. Das bringt Ausdauer. Ja, ich nehme den guten rechten Haken, weil ich vorhabe, mit diesem Charakter ein Stärkeboxer zu werden. Also ein richtiger Brute, so ein ganz dicker Typ, der mit ein, zwei Schlägen jemanden ausnockt, aber dafür halt kaum Ausdauer hat und selten trifft. Hey, du hast ziemlich starke Arme. Zack, starke Arme. Du hast Mutti immer geholfen, die Einkäufe nach Hause zu tragen. Deine Arme sind richtig stark. Allerdings steht da nicht bei, was es bringt. Ich gehe davon aus, er macht mehr Schaden oder so, aber Mach dich frisch und komm dann in mein Büro vorbei. Dann unterhalten wir uns mal. Suche Mix Büro. Und es wäre toll, wenn du Apu in seinem Laden besuchen könntest. Sag ihm, meine Fleischlieferung ist immer noch nicht angekommen. Besuche Apu. So, jetzt haben wir auch ein wenig Auswahl, was wir machen könnten zum ersten Mal. Also wir sollen zu Apu. Da hätten wir auch die Möglichkeit, Pizzen zu kaufen, die wir brauchen. Allerdings gehe ich lieber vorher mal arbeiten. Zu Fuß. So. Wie ihr sehen könnt, es gibt Blubbelblasen. Verbraucht aber dafür recht viel von den Attributen. Gibt aber auch, sobald das Ding hier einmal voll ist, Geld. Allerdings, sobald das Essen zu weit runter ist, wird's angehalten. Was recht nervig sein kann, wenn es genau vor dem Ende ist. Aber das wird abgespeichert, dieser Progress-Balken da. Keine Sorge. Endet von Tag 1. Wir haben gewonnen 12, 11, 9. Wir haben verloren 9 und 9. Also wirklich viel ist da nicht dazugekommen. Aber wir haben auch nicht viel trainiert heute. Das ist vollkommen okay. Anstehende Kämpfe haben wir keine. Da werden später die verschiedenen Ligen angezeigt. Und die Street Fighter-Sachen und die illegalen Turniere und so weiter. Da kommt recht viel dazu. War ich sehr positiv überrascht. Aber erstmal würde ich ganz gerne noch weiterarbeiten, bis wir hoffentlich nochmal Gehalt bekommen. Jo, super. Okay, 135 Tacken. Auf zum Supermarkt. Zu Fuß. Du hast Apu getroffen. Ihm gehört der Laden. Schläft er wohl jemals? Noch eine Anspielung. Hallo Apu. Wir erinnern Apu mal an Mix-Lieferungen, also die Fleischlieferungen. Ich glaube, das schaltet nämlich auch neues Essen frei. Hi, Mick bat mich, dir auszurichten, dass er noch auf seine Fleischlieferung wartet. Okay, ich kümmere mich drum. Weil wenn ich jetzt nämlich was zu essen kaufe, sieht man sofort das Fleisch mit Mu. Hätte ich das nicht erwähnt, hätte er nur Tiefkühlpizza und Energy Drinks im Angebot gehabt. So, das Essen. Also, Fleisch ist richtig toll, weil es bringt 40 Nahrung und kostet nur, ein bisschen mehr als doppelt so viel, macht aber mehr als doppelt so viel Fleisch. Das heißt, das ist das Mittel der Wahl. Außerdem ist es wahrscheinlich auch ein bisschen gesünder als Tiefkühlpizzen. Das heißt, ich nehme Fleisch, 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 Fleisch. Ein Energy Drink könnte man auch nehmen, wenn man mal nicht schlafen möchte. Allerdings bringt es auch nicht ganz so viel und kostet halt auch entsprechend. Limonade und Tiefkühlpizzen lasse ich weg. Das soll es hier erstmal gewesen sein. Genau, einfach ein bisschen flexen, hm? So, also nach Hause, essen und schlafen wäre jetzt der Plan. Und danach sollten wir mal zu Mick gehen. Das wäre der Typ, der uns nach dem Kampf, also wo wir einfach ganz schnell verdroschen wurden, gesagt hat, was für ein toller Kämpfer wir sind. Was ein bisschen komisch ist, aber gut. Essen. Erstmal die Tiefkühlpizza weg. Dann einmal Fleisch hinterher. Und eine Limonade. Damit das einigermaßen voll wird. Jo, okay. Und auf die Couch. So, Tag 2 ist gleich rum. Bisher haben wir nur einen einzigen Kampf gehabt. Bisschen wenig für ein Boxspiel. Aber keine Sorge, da kommen später noch genug von. Am Anfang geht es eigentlich primär erstmal darum, die ganzen verschiedenen Gebäude in der Stadt kennenzulernen und die Möglichkeiten im Haus und dann geht das Eigentliche los mit Turnierkämpfen und so. Und wir haben mehr verloren als gewonnen. Das ist ärgerlich. Na gut, jetzt ist er ausgepennt. Nochmal kurz essen, dann haben wir wirklich den ganzen Tag mal Zeit, was ordentlich zu machen.